Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unexplored. Es geht weiter. Yeah! Mit dem besten Spiel aller Zeiten. Okay, da können wir vielleicht in 20 Minuten nochmal drüber reden oder auch schon in 5. So. Was läuft denn hier? Die Gräber, da kann ich nicht öffnen. Hier komme ich nicht weiter, aber ich komme hier rein. Ach, oh ja, genau, die Kombination ist natürlich super. Die Viecher und dann Feuer. Ja. Und komme ich jetzt überhaupt dahin, um die auszuschalten? Hallo, ich möchte gerne... Ja, ich möchte die kaputt machen, danke. Gott, was zur Hölle? Moment. Schaltet der dann die... Das Feuer aus? Naja, es sind halt nicht wirklich Geschütztürme, aber okay. Kann ich das hier vielleicht opfern? Nein. Was möchte ich noch irgendwas ausprobieren? Ah, ich habe generell von... Ich habe nicht so viele Sachen, also... Ja... Genau. Das funktioniert ja nur mit einer Schmiede. Und solange ich keine Schmiede finde, kann ich damit auch nichts anfangen. Oder habe ich eine Schmiede übersehen? Vielleicht sollte ich, wenn ich sowas finde, auch mal, wenn ich in einer anderen Etage eine Schmiede gefunden habe, vielleicht einfach mal eine Etage wieder hochgehen und zu der Schmiede zu laufen. Das wäre eine Option. Aber das muss ich mir dann nur noch merken. Ach nee, nicht du schon wieder. Nicht schon wieder so einer. Aua. So. Uhu, haben wir wieder zwei Chris hier. Einen Umhang brauche ich nicht, aber ich nehme mal vorsichtshalber eine Ration, weil ich will lieber Ration nehmen als Heiltränke. Die werden ja automatisch genommen. Ich habe gerade noch mal so überlegt, vielleicht war ja auch schon mal so, dass er die nicht automatisch genommen hat. War ich da vielleicht irgendwie betäubt oder im Wasser oder war da irgendwas, wo er die sowieso nicht hätte nehmen können? Das könnte natürlich sein. Nehme ich das Schwert? Was hast du denn? 5 Piercing, 8 Slashing. Critical Hit 10%. Alles klar, aber doch, du hast auch Crit. Ja, dann ist das ja 6 und 8, genau, Piercing und das war Piercing und Slashing. Also würde ich mal, aua, verdammt, sagen, ich nehme mal das Schwert. Da muss ich mich nur wieder an den Angriff gewöhnen, dass er da so einen Halbkreis macht. Ich nehme ja fast immer das Kurzschwert. Jetzt haben wir aber eine Schmiede und ich habe ein vernünftiges Schwert. Dann mache ich das. Nein, verdammt, wollte ich doch gar nicht. Nimm das verdammte Siegel. Genau. Man kann Sigillen nennen oder halt Siegel. So, nein, nicht den Ring. Das und das und das ergibt dann Baden plus 3. Das bedeutet jetzt was genau? Ja, schützt gegen Gift. Ja, ist okay. Aber macht das auch mehr... 8 und 11. Ja, okay, es macht mehr Schaden. Von daher, dann habe ich nichts gesagt. Dann gehen wir doch mal weiter. The Caverns of the Haunts. Hier haben wir schon gleich sowas wie ein... Was ist denn das? Teleporter? Vermutlich. Okay, der bringt mich hier hin. Hier haben wir eine Kiste mit... Life Potion. Die packe ich mir nämlich auch dann gleich schon mal hier hin. Oh nein, nicht diese blöden Schwerter. Nein, nein, nein. Ja, und manchmal benutze ich... Oh Gott, die habe ich ja gar nicht gesehen. Nee, Leute. Könnt ihr ins Wasser? Die Viecher und dann diese Gasviecher, genau. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Was greift mich da an? Ich weiß es nicht. Ich erkenne es nicht.
kann nicht da lang. Und ich kann auch nicht da unten scheinbar lang. Oh, genau. Lasst mich doch in Ruhe, ihr Blöden. Oh, verdammt. Moment, habe ich jetzt... die Lebenspotion automatisch benutzt? Ich dachte, der benutzt die nicht automatisch. Warum hat er die denn jetzt automatisch benutzt? Ah, keine Ration mehr. Dafür sind die Wölfe tötet. Die sind tot. Big Dog. Ach ja, da war ja was. Hallo, Kollege. Ja, danke. Wie komme ich dem denn am besten bei? Ich glaube, Chris ist nicht so toll. Und sonst so... Ja, komm, ich nehme jetzt hier mal den anderen Ring. Der wurde ja auch schon identifiziert. Oh ja, jetzt kommt der schon an. Ich glaube, ich schaffe den nicht. Also, ich habe ja nichts außer diesem Schwert. Und noch zwei Healing Potions jetzt. Deswegen, was bist du? Keine Ahnung, keine Zeit für dich. So, ich möchte viel lieber eine Treppe finden. Hier haben wir wieder Wasser en masse. Da unten ist nichts. Was haben wir hier? War nicht schon wieder so ein Wolf? Ja, okay, den kann man ein bisschen ausweichen, indem man einfach sich durchs Wasser bewegt, weil da gehen die, glaube ich, nicht rein. Was haben wir hier? Ein Schlüssel. Ich muss mich jetzt an dem vorbeischleichen. Komme ich denn an dem vorbei? Moment, wenn ihr Gas verströmt, ja, wird das dann durch die Lava entzündet? Komm da nicht rum. Moment, ich habe doch einen Schlüssel. Tatsache. Ah, ich kann mich auch an dem vorbeischleichen. Das ist schon mal... Wollte ich vielleicht mal öfter machen und nicht stumpf wie so ein Krieger immer drauf. Hab halt irgendwie... Ich habe leicht so eine Kriegermentalität. So. Mal gucken, was hier passiert. Da haben wir eine Tür. Geheimgang, besser gesagt. Ja, okay, Geheimgang will ich das jetzt nicht nennen, eher eine Geheimtür, weil ein wirklicher Gang ist das jetzt auch nicht. Ja, Big Dog Defeat. Das ist ziemlich nutzlos, die Information. Eine Menge Potions wieder. Naja, okay, 3 Stück. Aber, ich komme hier ja nicht rein. Da war ein Schalter, aber der war für die Tür hier. Ah. Glaube, was haben wir hier? Da ist geöffnete Truhe. Da unten ist ein Schalter. Hä? Moment. Bin ich da so schnell dran vorbeigerannt? Das könnte gut sein. Oh Gott, da muss ich mir jetzt wieder hier an diesen... Block. Nein. Ah, jetzt ist er aufgewacht. Block doch. Los, greif an. Greif doch. Los, komm schon. Seht ihr, der macht dann trotzdem Schaden, wenn er einem zu nahe kommt mit diesem Rundumangriff. Ja, wie gerade schon wieder gezeigt. Aua. Healing Potion. Du hältst aber auch ein und ich kann nicht, wenn ich den Schild so vorhalte, kann ich nicht so schnell zurücklaufen. Das ist das Problem an der Sache. So. Hallo, du warst fast tot. Stirb doch endlich. Was? Einen besseren Schild, Orkzahn, Helm, Orkplate, Orkmail. Ich guck gleich mal. Ich guck jetzt mal, was kann ich denn davon benutzen? Was möchte ich denn davon benutzen? Stärke 15, Stärke 12. Ja, doch, nehme ich. Und ich lasse den Helm erstmal drin. So als stille Reserve.
Schild kann ich auch schon nehmen. Oh, das ist schon ein ganz schönes Upgrade, würde ich mal sagen. Die Tränke werde ich jetzt aber nicht ausprobieren. Nur die anderen Waffen kann ich nicht benutzen. Außer halt ein Speer. Aber Speer ist mir einfach zu langsam. Moment, wir haben doch hier noch ein Schwert. Braucht auch Stärke 15. Oder probiere ich jetzt doch mal die Potions aus? Ja komm, was soll schon passieren? Resist Fire. Ja, Potion. Stärke, genau, die wollte ich haben. Danke. Jetzt kann ich nämlich... nee, da brauche ich 15 für. Kann ich denn schon irgendwas anderes noch nehmen? Nein, da brauche ich überall 15 für. Das ist ja voll doof. Axt auch. Morgenstern braucht 13. Crushing and Piercing 10. Das scheint doch... Die scheint doch auch nicht schlecht zu sein. Wie greift die denn an? Ja, okay, können wir ja mal ausprobieren. Und wenn ich damit nicht viel Schaden mache, muss ich halt dran denken, auf eine andere Waffe zu wechseln. Zum Beispiel auf das Schwert. Moment, wir wollten doch nochmal, genau, eigentlich dahin. Und wie kommen wir dahin? Wir müssen dann hier lang. Wunderbar. Ach, ich habe doch hier, ich bin jetzt hier ein voll bisschen, brauchst aber echt lange, um die wieder schwingen zu können, Kollege. Gott sei Dank bin ich etwas feuerimmun. Haben wir hier den Schalter. Nehmen wir das auch nochmal mit. Das kann ich aber auch hier unten reinpacken. Die Chris werde ich erstmal nicht anlegen, weil das jetzt auch nicht unbedingt so Waffen sind. Ist eher was für einen Schurken, würde ich mal so sagen. Dann müsste doch theoretisch da oben die Tür auf sein, nachdem ich den Schalter umgelegt habe. Ring identifiziert, Archery plus one. Ja, genau. Schaut euch mal meinen Charakter genau an und sagt mir, dass ich hier Bogenschießen brauche. Was macht ihr, Kollegen? Feuer, Feuer. Ja, ich wollte gerade schon selbst den letzten Heiltrank nehmen, aber... Jetzt habe ich zumindest mal ein bisschen bessere Ausrüstung. Aber, da war ich ja schon, ja genau, müssen wir jetzt weiter. Genau, ich habe bessere Ausrüstung, aber irgendwie keine Potions mehr. Was heißt irgendwie, ich habe keine Potions mehr. Overgrown Everglades of Fame, Level 7. So. Was haben wir hier? Können wir nicht lesen. Ach, was ich auch noch mal kurz einwerfen wollte, ist die Tatsache, bisher, das habe ich zwar... in gewisser Weise schon mal gesagt, aber es ist für Unexplored bei mir kein Ende gesicht auf diesem Kanal, auf meinem Kanal. Auch wenn das eine oder andere Let's Play enden mag, ich glaube Unexplored wird es hier für so lange es geben, wie es den Kanal geben wird. Das lehne ich mich zwar jetzt weit aus dem Fenster, weil man weiß nie, was die Zukunft so bringen wird. An neuen Spielen und so, aber es ist wirklich kein Ende in Sicht, immer noch nicht. Gut, ja, 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 ja. Vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal. Ich werde, oder im Prinzip anders gesagt, ich werde hier auch noch Videos machen, so Unexplored, wenn ihr dich wahrscheinlich schon gar nicht mehr guckt. Bin ich hier wahrscheinlich der Einzige. Ach ja, das Spielchen wieder. Ich hatte ja schon mal Glück. Ich habe dann hier einfach da was rausgenommen und die Tür ging auf, aber... Da muss ich jetzt was reintun, alles klar. Was mich auch in. Was, wo ich mir auch die Frage stelle, ist das denn egal, wo ich das dann reinpacke? Also das passende? Oder muss ich dann bestimmte Reihenfolge oder dann auch mehrere? Ich glaube, es hat auch einmal schon ein so ein Teil gereicht. So eine Figur, Steinfigur, Steinstatue, keine Ahnung. Ration, oh mein Gott! Bin auch nicht vollkommen tot. Noch eine Ration. Immerhin. Du bist für... Ach ja, die Lüftung. Das Symbol sehe ich so selten. Sieht die Tür anders aus oder gucke ich falsch? Was
Nee, das ist einfach nur wieder so ein Steinteil. Ja, okay. Hier war noch eine Fackel. Habe ich total übersehen. Und da, das Fass habe ich auch übersehen, aber da ist nichts drin. Kommen wir denn hier theoretisch weiter? Ja, wir müssten ja eigentlich weiterkommen, so wie das aussieht. Aber da ist auf jeden Fall noch eine verriegelte Tür, aber ich habe hier keinen Schalter. Sicherheitshalber kann ich mir hier auch noch mal, wo habe ich die denn da? Ein paar Glühwürmchen einfangen. So, Schild wieder anlegen. Moment, für das Schwert brauchte ich 15. Ja, genau. Was haben wir hier? The key is made of gold. Ja, nur bringt mir das jetzt nicht wirklich was, weil irgendwas habe ich hier doch übersehen. Irgendwo muss hier doch noch was sein. Ich meine, ich war hier oben, habe hier alles abgesucht. Gibt es hier vielleicht eine geheime eine Geheimtür oder sowas in der Richtung? Weil die Tür ist ja definitiv verriegelt, ja. Das habe ich mir nicht nur eingebildet. Durchgang hier vielleicht oder habe ich hier was übersehen? Ich glaube aber, das sind die Wand. Nein. Oh Gott, ja. Sieht doch. Moment, ja, das war für. Ich laufe da noch mal rein. Oh Gott. Hier gibt es aber auch keinen Durchgang oder irgendwas in der Richtung. Nö. Nö, nö, nö. He is made of gold. Das heißt, ich müsste irgendwas Goldenes haben, was ich aber nicht habe. Und das dann da rein tun. Moment, geht es denn hier wirklich unter? Ja, doch, oder? Ja, da gibt es doch eine Abzweigung. Aber ich. Mir gehen jetzt langsam die Ideen aus. Was eher nicht so toll ist. Habe ich denn irgendwas, was mir hier nützen könnte? Nee, gar nichts. Was passiert denn? Ja, okay, wenn ich da wieder in die Blume laufe, dann wissen wir ja, was passiert. Was passiert denn, wenn ich hier den Schalter wieder umlege? Geht dann vielleicht die Tür auf? Nein. Okay, das Spielchen läuft scheinbar wieder so. Wir müssen wieder hoch und dann auf der anderen Seite runter. Und dann da diese Goldfigur finden, Goldstatue, was auch immer. Das Problem ist nur. Okay, wir müssen noch eine hoch. Alles klar. Ja, dann gehe ich mal den langen Weg. So. Genau, da ist wieder Fischi Fischi. Dann. Moment. Sieht doch aus, als ob es eine Abzweigung gibt. Wir sind da. Wir können hier aber nur weiter hoch. Sophia, Alter. Moment. Doch schon so oft was von Sophie gelesen. Was kann ich denn bei der opfern oder darbieten? Opfern hört sich so barbarisch an. Nichts, was ich habe oder was ich opfern möchte. Ich nehme jetzt mal den Heiltrank. Müssen wir noch einen hoch? Ach, verdammt. Ja, super. Ja. Nee. Es sei denn, aber dafür habe ich doch nicht den Schlüssel. Ich habe doch keinen Schlüssel mehr.
Dann wieder runter. Das ist aber auch ein Hin und Her hier. Können wir immer noch nicht öffnen, die Teile. Ich glaube, da ist auch öfters mal was drin vielleicht. Jedenfalls war da früher mal öfter was drin. Das klingt schon so, als ob ich 100 wäre. So, hier runter. Okay, was haben wir? Ach, das war hier wieder, genau. Der olle Teleporter. Warum ist der jetzt... Nein, ich will nicht hoch. Oh. Okay. Alles klar. Da wären wir gar nicht weitergekommen, oder wie? Dann war das jetzt eine Hilfe. Das, oder übersehen? Aber ich habe mich doch einmal so teleportiert. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. The Overgrown Everglades of Fame. Aber ich sehe gerade, die Ebene... Wohl erkunden, da waren wir ja auch schon. Wie dem auch sei, das erforschen wir im nächsten Video noch mal ein bisschen weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Und das war's von mir. Bis bald!